Die Ampel sagt immer, wir haben kein Geld, das Geld ist weg, wir müssen sparen, wir müssen hier sparen, wir können keine Schulen mehr renovieren, das Geld fehlt ja alles. Doch nur mal hier jetzt eine Einmeldung von NIOS hier, Bundesregierung baut Ministerien für 790 Millionen Euro aus und im Haushalt fehlt das Geld. Und das ist genauso wie mit dem Bundeskanzleramt von Olaf Scholz, was für über eine Milliarde wirklich massiv ausgebaut wird. Wirklich riesige Kosten. Also wir sprechen allein hier schon von 2 Milliarden Bundeskanzleramt und dem massiven Ausbau der Ministerien. Und dann sagt man, man hat für die Schule, für die Bildung, für die ganzen Sozialsachen, hat man kein Geld. Also es ist einfach nur völlig unangebracht, diese Aussagen. In Wirklichkeit musste man sagen, man hat das Geld, es wird einfach falsch ausgegeben.